Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge Nummer, weiß ich gar nicht, 349, glaube oder sowas, von Simotrans. Ja, wir haben hier noch das Problem, dass der ICE da irgendwo mitten auf der Strecke halten. Hier sieht es natürlich ein bisschen nach anderen Gleisen aus, aber verbunden sind die trotzdem. Wir werden am Intro schauen, ob wir dieses Gleis mal komplett durchziehen mit neuer Geschwindigkeit oder sowas und dann werden wir sehen, wie es weitergeht, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Wir brauchen mal hier nochmal 350, wa? Und zieh die mal bis dahin denn durch. Und dann nehmen wir noch 350. Oberleitung. Und ziehen die mal auch bis dahin hin. War im Bahnhof sowieso, glaube ich, gerade nicht 350, oder? Könnte das sein? Wir werden es gleich sehen, wenn der Zug kommt, ob er dann bis zum Ende durchfährt oder nicht. Hätte was, ne? WASD ist falsch. Mach mal schnell hier wieder die Lupe an. Genau so ist es. Jetzt kommt natürlich gerade keiner wahrscheinlich, ne? Da unten ist er. Dann wird er 0, nix da sein und wird dann hoffentlich bis hinten hin reinfahren. Ich weiß jetzt nicht, warum er es nicht bisher getan hat. Steht da irgendwo ein Signal und ich sehe das nicht. Nein, da steht kein Signal. Auf jeden Fall kann er jetzt da mit voller Geschwindigkeit reinfahren. Macht aber nicht, weil er da ja voll die Kurve hat, ne? Nö, der hält wieder da vorne an. Spiegel, Richtung Geschwindigkeit, Richtung alle. 5 elektrifiziert im letzten Monat vorbeigemalt. Ich weiß nicht, was hier ist. Höchstgeschwindigkeit ist auch nicht. Steht auch nichts. Steht auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum er da das Problem hat. Und da nicht weiterfährt oder nicht bis hinten hinfährt. Aber ich glaube, er lädt voll, er lädt leer, weil lang genug ist. Ich sehe jetzt hier kein Problem, dass das nicht gehen sollte. Wir können ja höchstens mal schauen. Da unten kommt gerade einer. Döbeln, Sonderhausen, Fahrplan. Der hat den halt da. Wartet da auf Mindestbeladung, 50% steht aber drinne. Können ja mal den Halter hinzufügen. Wenn er wegfährt, werden wir gleich weitersehen, dass wir den hier rausnehmen. Hier machen wir mal noch die 50% raus. Wunderbar, und dann löschen wir den mal raus und hoffen, dass der dann bis dahin weiterfährt, wenn der bis dahin hin ist. So, jetzt fährt er raus. Jetzt können wir das mal rauslöschen. Einfügen. Wie geht denn hier löschen? Ach so, da. Und fertig. Jetzt habe ich den Fahrplan natürlich für einen Zug gemacht oder habe ich so für alle gemacht? Ne, ich glaube, es war für alle. Müssen wir die Linie mal einmal angucken, ne? Passagiere. Wo ist hier die Dampflok? Da. Ich glaube, das ist es, ne? Döbeln, Sonderhausen. Ne, das war schon der Dingens bestimmt. Ja. So, da kommt auch schon der nächste. Mal gucken. Aber der hält auch da vorne an. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Döbeln-Waldweghafen ist das und hier vorne ist ja auch Döbeln-Waldweghafen. Da kommt ja jetzt schon der Zug. Also ist es definitiv der ganze Bahnhof einer. Warum er hier vorne anhält, weiß nur der ICE-Fahrer. Ich sehe jetzt nichts, was das Problem ausmachen könnte.
Okay, brauchen wir jetzt auch nicht hinterher gucken, weil es läuft ja erstmal, wird erst zum Problem, wenn längere Züge da wären, machen wir aber nicht hin, also kann das alles gut sein. So, hier ist schon klar, waren wir noch in dieser Liste, oder? Mit den Zügen. Haben hier Gewinn ausgewählt gehabt. Und dann haben wir die alle schon bearbeitet eigentlich, ne? Ist die Frage, wo wir waren. Hier waren wir bestimmt schon, ne? Ja. Oh, da steht schon einer wieder. Aber der wartet, bis der rausfährt, oder was, ne? Okay, jetzt ist alles besetzt. Nee, der ist frei. Okay, wir können aber definitiv hier hinten noch ein Signal hinbauen, so wie ich das sehe. Dass die dann auch noch weiter reinfahren und sich hier das Stück auch noch holen. So sollte es funktionieren, dass sie dann auch schon hier reinfahren, ne? Ja, sieht gut aus, denke ich. Den haben wir. Das Schiff ist bestimmt gerade, weil Januar war oder sowas, da verloren. Ah, nee, doch nicht, aber zum Jahreswechsel. Aber das wird bestimmt plus einfahren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht klappt. Dieser Zug ist wo? Der steht da und wartet auf volle Beladung. Hat 30.000 Miese gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass das auch so ein Rückweg war und da ist es auf Null gesprungen oder sowas. Weil der fährt ja nur, wenn er voll ist. Das wird für den das gleiche sein. Für den auch, für die alle hier, denke ich mal. Das ist, weil sie zurückgefahren sind, während das Jahr umgesprungen ist, würde ich sagen. Der fährt. Die fahren, sagen wir es mal so. Krass. Wo müssen sie denn hin? Okay, na da fahren sie. Da kommen sie ja gleich an, dann sehen wir ja sowieso, ob es plus wird oder nicht. Aber wird nicht plus, weil nicht geladen. Mal gucken, ob sie auf dem Rückweg geladen haben. Da kommen sie jetzt an. Aber das müsste ja vollgeladen werden, ne? Schütt gut, oder? Okay, das waren noch gar nicht die. Kommt aber jetzt auch gleich an. Und wir hoffen, dass da die Tonnen voll werden, die Tonnage. Nee, sieht so aus, als ob die leer wieder zurückfahren. Das kann nicht gut sein. Steine, Verpackung und Möbel, aber der transportiert nur Steine. Okay. Ja, nee, Fahrplan ist Fahrzeugliste ist richtig. Okay, das bedeutet, die fahren alle leer hin und her, weil die auf der gleichen Route sind wie hier, der hier und der fährt hin und her die Sachen wahrscheinlich. Okay, das ist nicht so dolle. Eigentlich müssten die alle stehen bleiben und er muss eine andere Linie haben, ne? Ich glaube, dann sollten wir diese Linie mal kopieren in der Hinsicht. Das ist der Fahrplan sieht so aus, Wald. Lass mal gerade so machen. Dann machen wir den Hafen. Oh, ne, den haben wir schon hier. Jetzt habe ich was gemacht. Einfach hinzugefügt hier. Den wollen wir nicht hinzufügen. Ich wollte den nur auswählen. Floto Waldhafen. Und Waldeck Waldhafen. Das bedeutet, wir machen das jetzt so, dass wir hier hingehen, machen Schiffe, machen eine neue Linie, die von hier losfährt. Nach da unten hin. Ja, ob wir das hier wiederfinden. Das hier ist Floto, das heißt, wir müssen weiter nach links. Da oben ist es. Nach hier. Das passt. In Floto Wald soll 100% geladen werden. Das passt dann auch. Warte auf Mindestbeladung hinzufügen. Das ist alles richtig. Das wird dann Linie
Steine. Warte. Motorschiff. Steine. Zement. War doch hier das mit Zementwerk, ne, oder? Kann ich jetzt nicht. Zementwerk. Ja, ich weiß nicht, was da oben ist. Dann gehen wir da hin, ne? Steinbruch, okay. Warte mal, wenn. Ach, die holen doch die Steine vom Steinbruch dann, oder? Und hier. Das heißt, das hier ist doch sowieso verkehrt. Flotowaldhafen ist 0 und Waldeckwald ist 100%, oder? So sollte es sein, würde ich sagen. Steinbruch. Zementwerk. So, Linie steht, aber keine drauf. Was haben wir hier? Betonwerk. Kriegt Steine, Sand und Zement. Ist aber auf Paletten und das andere ist Schüttgut. Wo kommt das alle weg? Steinbruch kommt von um die Ecke, ist klar, ne? Ja. Und Sand kommt vom Baggersee. Und der Bagger. Aha, jetzt weißt du warum, ne? Okay, die Linie ist überfällig, weil der Sand da auch überfahren würde. Und deswegen fahren die auch immer hin und her schön. Das bedeutet, dass wir diese Linie definitiv löschen können, ne? Brauchen wir nicht. Ist Blödsinn. Haben wir damals nichts falsch gemacht, ne? Linie löschen. Passt. Kannst du zumachen. Und kannst du erstmal zumachen. Der Sand wird mit den Schiffen, mit Fahrzeugen nach da unten gebracht. Das Einzige, was du machen kannst, ist die Linie irgendwie so auf 50% setzen oder sowas. Wo sind sie? Der gehört, glaube ich, auch zu der Linie, ne? Ja. Das heißt, Fahrplan. Warte auf Mindestbeladung 50%. Ist das gut oder nicht? Nee, ich glaube 50% ist zu viel. Zehn Prozent. 10% ist gut, glaube ich. Dann fährt wenigstens einer immer los oder so. Nee, andersrum. So, machen wir das. Weil dann stehen die anderen auf jeden Fall da und er fährt weiter, wenn ich das so richtig sehe, oder? Oder auch nicht. Der hat Möbel und Betonfertigteile. Jetzt ist die Frage, was fährt der von der anderen Seite, ne? Ist hier was für ihn denn drinne? Nix ist hier drinne. Und es ist die Frage, ob hier was hinkommt. Wahrscheinlich auch nicht das. Dann würde er da ewig stehen. Das bringt also auch nichts. Fahrplan. Ja, kannst du hier dann ändern. Warte mal, das war drei. Nee, kannst du auch dreimal so rum dann machen. Viermal. Warte mal, Floto nicht, aber im Walde können wir das definitiv dann machen. Weil da wird auf jeden Fall er was machen und die anderen werden auch was machen. Glaube ich. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig gemacht. Er hat jetzt nicht eine Einzellinie gekriegt, ne? Nee, das ist auf der Linie passiert. Passt schon. Glaube ich. Weil er wird jetzt hier anlegen und wird definitiv das abladen, aber wird nicht was mitnehmen. Glaube ich nicht, da ist jetzt nichts am Liegen, ne? Stück gut Zement. Oder bringt er das Zement auch rüber? Ne, der.
Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Zement ist nicht auf Paletten, oder? Doch, Zement ist auf Paletten. Das heißt, der fährt so oder so hin. Schüttgut ist das. Na, komm, lass mal so, wie es ist. Alles ist gut. Ich gehe lieber ein, dass wir diese Miesen fahren. Allerdings müssten die anderen ja gleich dann hier oben schon dran sein. Wie weit ist es noch? Komm, dann lass mal schneller laufen. Gucken wir uns gerade an, ob die jetzt hier weiterfahren oder nicht. Da kommen sie und müssten eigentlich stehen bleiben. Alle bleiben stehen und der kommt. Na, warte, wieso fährt der weiter? Eigener Fahrplan, alles klar. Das hat wieder gut geklappt. Der hat den eigenen Fahrplan, da haben wir was falsch gemacht. Was war das? Motorschiff, Steine, Verpackung, Möbel. So. Einer ist schief gelaufen. Das ist das Containerschiff. Und der müsste ja jetzt weiterfahren, oder? Weil der Klamotten von hier noch kriegt. Aber die 10% sind vielleicht auch nicht richtig. Vielleicht sind die Dingens richtig, ich sag schon, die Zeit richtig. Ich glaube, die Zeit ist richtig und nicht die Dingens. Prozent geladen und Wartezeit. Fünfzehn Tage. Waldeck ist hier oben, das wäre auch richtig. Das heißt, die fahren gleich irgendwann los. Ist die Frage, ob 10% in 15 Tagen geladen das richtig Entscheidende ist oder. Ja, wir werden sehen. Vielleicht müssen wir die 10% noch runternehmen, weil sie doch nicht fahren. Aber eigentlich müssen sie nach zweimal im Monat fahren, oder? Lass schneller laufen und wir werden sehen. Irgendwann müssen sie gleich losfahren, alle auf einmal. Vielleicht jetzt? Nee. Ich weiß nicht, wie wir 15 Tage, aber jetzt nicht drauf geguckt da unten. Schiff kommt auf jeden Fall das Große zurück. 25, ne, die fahren trotzdem nicht los, sie warten auf 10%. Erst wenn 10% geladen sind, dann 15 Tage rum, dann fahren sie. Also bringt mich das nicht weiter hier. Das bedeutet, das muss definitiv null sein. Und wir warten nur die 15 Tage. So, bei ihm können wir jetzt definitiv sehen, wenn er voll ist, fährt er sowieso sofort, oder? Er hat nur 92 Paletten gekriegt da unten. Aber hier oben sollte er voll werden, oder? Ja, und er fährt auf jeden Fall sofort. Und die anderen müssen jetzt irgendwann fahren, ne? Oder? Tun sie natürlich nicht, weil ich den hier nicht zugemacht habe. Hehe. Oh, steckt fest. Da müssen wir mal gucken, warum die feststecken. Ja, jetzt fahren die anderen auch, ist klar. Sehr schönes, langes Schiff geworden, ne? Steckt fest. Wer steckt denn hier fest? Okay, warte, das glaube ich, haben wir gut geklärt. Das passt schon. Und wer steckt denn hier fest? Bahnübergang steckt fest. Oh. Lauter Züge stecken hier fest, weil der hier wahrscheinlich zu lang ist. Gucken wir mal, dass wir den vielleicht ein bisschen aufrücken lassen können. Vielleicht geht dann da wieder was weiter. Lass die Bahn da freigehen. Ja, fährt da rein, sehr gut. Dann rutschen die alle auf, kann das sein? Und dann der dreht wahrscheinlich, wa? Oder? Wird wahrscheinlich so sein.
Und dann klappt es aber vielleicht. Vielleicht wissen wir noch nicht, ob wirklich. Der fährt da auch rein, der kriegt das zweite Gleis frei, der fährt da rein, dann müsste der jetzt eigentlich auch wegfahren, oder? Ja, der kriegt jetzt grün und dann hat sich der Knoten aufgelöst. Oder? Ich hoffe, der fährt jetzt hier raus. Ja, und dann kann der da reinfahren. Okay, der lange Zug hat es hier blockiert, ne? Da sind jetzt auch welche schon tatsächlich über die Schranke gefahren. Sieht so aus, als ob es wieder rutscht. Ja, die sind alle in Bewegung. Wenn er jetzt hier weg ist, fahren die anderen hoffentlich da auch noch drüber. Oh, hier warten Züge auf Fahrt. Ist auch geil, oder? Ja. Der hat sicherheitshalber angehalten, ne? Okay. Das sieht alles gut aus. Diese Staus haben wir wohl alle behoben. Wunderbar. Kein Zug auf den Bildern zu sehen, der fährt durch. Da ist kein Stau. Machen wir mal das hier zu, dann kriegen wir das auch hier, ne? Aber jetzt war sowieso das letzte Bild. Okay, das hat funktioniert. Da hinten haben wir weitergemacht. Jetzt müssen wir nächstes Mal gucken, wo wir weiter rankommen. Weiß ich nicht. Oh, das sage ich nicht, das ist Rathaus. Zeller Rathaus sieht ja krass aus, oder? Wie viele Leute wohnen denn jetzt hier? Größe 5000. Wow. Haben wir ja so einen Prunkbau hingestellt. Auf Kosten der Steuerzahler. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Nächste Folge ist die 350, glaube ich. Mal gucken, ob ich das hinkriege, dass wir danach dienstags eine neue Folge anfangen, dann eine neue Serie anfangen. Alles klar, bis dann. Ciao.